Hallo Freunde, wann sind zwei Vektoren kolinear oder linear abhängig? Das müssten wir heute beantworten, denn wir haben ja festgestellt, dass mit Eindeutigkeit ist es schwierig bei der Vektordarstellung. Also ist es nicht so einfach, dass man die Steigungen vergleicht. Man muss also diesen Begriff etwas erweitern. Und das machen wir jetzt. Nochmal zum Vergleich oder zur Erinnerung. Wenn wir mit f von x arbeiten, was gleich irgendwie 3x plus 5 ist, und g von x gleich 2x minus 4, dann weiß ich sofort, die Steigungen sind nicht gleich, also können wir weder parallel noch identisch sein, das heißt, die beiden Geraden müssen sich schneiden. Sofort. Ich brauche nicht zu rechnen, ich weiß es hier auf dem Punkt. Und wie ist das jetzt bei der Vektordarstellung? Ja, das ist komplizierter. Das liegt vor allem daran, dass die Richtungsvektoren ja nicht unbedingt, wenn wir an das Beispiel denken mit den Haltestellen, die sind nicht sofort erkennbar wie hier, dass sie ungleich sind. Und genau das ist die Notwendigkeit, die wir hier haben, also den Begriff Steigung oder den Vergleich von Steigungen etwas zu erweitern. Okay? Also, die Definition mathematisch ist ganz einfach. Also zwei Geraden sind auf oder zwei Vektoren sind auf gleichen Geraden liegend oder auf parallelen Geraden liegend. Das ist die Etymologie des Wortes kolinear. Das kommt aus dem kommen. Später wurde es abgeändert. Also komm und col. Also im Lateinischen war das eher komm. Call. Das ist quasi eine Abänderung davon. Also kollinear, sagen wir auf Deutsch. Zwei Geraden sind kollinear, zwei Vektoren sind kollinear, wenn der eine Vektor ein Vielfaches von dem anderen ist. Also a und b sind kollinear. Ändern wir hier die Farbe. Ja, falls es ein K gibt, ja, Existenzquanto, es muss ein K geben, eine reelle Zahl mit A ist Vielfaches von B, in dem Fall K-faches. Ganz einfach. Also, kleines Beispiel. Vektor A ist 1, 2, 3. Vektor b ist 2, 4, 6. Sind diese beiden Vektoren kolinear oder wie nennen das auch linear abhängig? Ist das so? Und die Antwort ist ja. Also a und b sind linear abhängig, so nennt man das auch, abhängig da 2 mal den Vektor a, das ist 2 mal 1, 2, 3, das ist 2, 4, 6 und das ist der Vektor b. Also das Doppelte des Vektors a geht mit dem Vektor b. Ganz einfach. Und was ist mit dem Vektor a? Das wäre 1, 2, 3 immer noch und jetzt nehmen wir Vektor c mit 4. 7 und 19 zum Beispiel. Sind diese beiden auch kolinear oder linear abhängig? Und die Antwort ist nein. Warum nicht? Na gut, es müsste dann ein K geben, was mal A mir C gibt. Also gibt es so ein K. Das muss natürlich in jeder Leine, in jeder Zeile das gleiche ergeben. Also das heißt K mal 1, 2, 3 müsste 4, 7, 19 geben. Das heißt, k ist gleich 4. Gleichzeitig ist 2k gleich 7. Und 3k müsste 19 sein. Da haben wir das Problem. K ist hier 3,5. K ist hier 19 Drittel. Und hier ist k immer noch 4. Also kein K, was gleichzeitig alle drei Gleichungen erfüllt, Widerspruch. Und daraus folgt,
K mal A ist nie gleich C, also sind A und C, die sind linear unabhängig. Das heißt auch nicht kollinear, also können die nicht durch Parallelverschiebung auf dieselbe Gerade gelegt werden. Das ist ja im Fall davor sehr wohl so gewesen. 1, 2, 3 ist zum Beispiel der Vektor und 4, 5, und 1, 2, 3 und 2, 4, 6 ist einfach dasselbe, nur doppelt so lang. Und ich kann natürlich, wann immer ich will, diesen hier nach oben schieben, dann habe ich den langen ganz schnell erreicht. Hier ist es anders. Wenn zwei Vektoren nicht kollinear sind, das heißt, der eine zeigt in die Richtung zum Beispiel und der andere zeigt in die andere Richtung. Das heißt, durch die Vervielfachung oder durch die Spiegelung komme ich nie von diesem Vektor A auf diesen Vektor C. Das ist nie möglich. Wenn ich den strecke oder spiegle, laufe ich immer hier lang. Aber ich kann den nie drehen. Und das ist genau der Punkt. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Man kann diesen Begriff auch auf mehr Vektoren erweitern, also auf 2, 3, n und unendlich viele. Aber für die Zwecke der Schulmathematik reicht es vollkommen aus, dass wir hierbei bleiben. Falls es später doch der Fall sein sollte, dass wir das erweitern müssen, werden wir das tun. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.